unterirdische Höhlen, verlassene Städte und ein militärisches Sperrgebiet. Geheime Orte streng bewacht, Legenden umwoben. Der Führerbunker existiert nicht mehr und ich glaube, das ist der Kern seines Geheimnisses. Relikte von Pioniergeist und Größenwahn. Ruinen sind immer auch stumme Zeugen einer Vision, eines großen Plans. Auf den Spuren der Menschheit. Lost Places, verlorene Orte der Geschichte. Jetzt in ZDF History. Juli 1969. Vor laufenden Kameras erobern die Amerikaner den Mond. Vor den Russen, wohlgemerkt. Doch waren sie auch wirklich dort? Wie lassen sich der falsche Schattenwurf, die versteckten Fadenkreuze und die wehende Flagge erklären, wo es auf dem Mond doch gar keinen Wind gibt? Hat es die Mondlandung vielleicht nie gegeben, wie manche glauben? Wurde die Jahrhundertmission nachgestellt in einem gigantischen Filmstudio à la Hollywood? Wenn dem so war, ist es nur schwer zu beweisen. Denn dort, wo die Traumfabrik einst ihre Zelte aufgeschlagen haben soll, ist Zivilisten der Zutritt strengstens verboten. Kameras wachen über den unscheinbaren Zaun. Dahinter verbirgt sich eine geheime Militärbasis. Ein Gebiet, größer als Hessen, gut 100 Kilometer nordwestlich von Las Vegas entfernt. Allein die Tatsache, dass es hier so ein Riesenareal gab, das mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen geschützt war, von dem aber niemand wusste, was dahinter geschah, allein dieser Umstand regt die Fantasie an und lässt unglaubliche Geschichten entstehen. Seit den 1950er Jahren sucht die US Air Force nach einem geeigneten Gelände für ihre Geheimbasis. Vor allem Beutegut aus dem besiegten Hitler-Deutschland soll vor neugierigen Blicken geschützt werden. Darunter die V2, Hitlers vermeintliche Wunderwaffe. Und die Horten H9, ein futuristischer Nurflügeljäger, der fast Schallgeschwindigkeit erreichen kann. ...1954 scheint der perfekte Ort gefunden. Eine abgelegene Wüstengegend in Nevada. Sie grenzt direkt an das Atomtestgelände der USA. Von den alten Karten der Nevada-Testzeit stammt auch die inoffizielle Bezeichnung der neuen Militärbasis, Area 51. Die Entscheidung, sich hier im Niemandsland niederzulassen, erweist sich als goldrichtig. Denn schon bald gibt es neue Geheimwaffen und einen neuen Gegner, die Sowjetunion. Wer also das Land des Gegners erkunden wollte, der brauchte eines, nämlich hochfliegende und sehr weit fliegende Flugzeuge. Und solche Flugzeuge wurden in der Area 51 im Wesentlichen im Kalten Krieg erforscht. Die Spionagemaschine der CIA, die U-2, kann bis zu 20 Kilometer hochfliegen. Höher als alle anderen Flugzeuge ihrer Zeit. Sie soll sensible Anlagen in der Sowjetunion ausspähen und dabei wirksamer sein als 1000 Agenten. Später gerät auch militärisches Gerät des Gegners in die Hände der Amerikaner. Allen voran die MiG. Ein sowjetischer Abfangjäger. Eine eigene Fliegerstaffel, die Red Eagles, testet die feindlichen Superflieger auf Herz und Nieren. Ihr Arbeitsplatz liegt im Zentrum der Area 51. Der Flugplatz Groom Lake. Mit 8,3 Kilometern hat er die längste Landebahn der Welt. Hier gilt absolute Geheimhaltung. Für die Red Eagles-Piloten und die anderen 3000 Mitarbeiter, die zeitweise in der Area 51 arbeiten.
Die Air Force hatte einen internen Abschirmdienst, OSI, mit Spitzeln, die melden sollten, wenn jemand über geheime Projekte plauderte. Man bekam dann wirklich Schwierigkeiten. Die Kehrseite? Je weniger das Militär über seine Aktivitäten preisgibt, desto mehr Legenden ranken sich um die geheime Basis. Ein Dauerbrenner, vermeintlich außerirdisches Fluggerät, das US-Bürger immer wieder am Himmel sichten. Tatsächlich ähneln einige der Flugkörper, die hier erprobt werden, den fliegenden Untertassen aus alten Science-Fiction-Filmen. Bis heute nutzt das Militär das geheime Gelände für seine Forschung. Immerhin hat die US-Regierung jüngst erstmals die Existenz der Wüstenbasis bestätigt. Was genau derzeit dort erforscht wird, ist allerdings noch immer top secret. Der Mythos Area 51. Er wird weiterleben. Unser nächster Fall führt uns mitten in die deutsche Hauptstadt, nach Berlin. Wo einst das Dritte Reich unterging, lädt heute ein Spielplatz zum Verweilen ein. 20. April 1945. Totentanz in der Reichskanzlei. Es ist Hitlers 56. Geburtstag. Es wird sein letzter sein. 10 Tage später ist er tot. Durch Selbstmord entzieht er sich seiner Verantwortung. Der Bunker, in dem Hitler seine letzten 100 Tage verbrachte, fällt kampflos in die Hände der Alliierten. Berlin-Mitte im Sommer 2013. Nach Spuren sucht man dieser Tage vergeblich. Die Trümmer des einstigen Führerbunkers liegen heute unter einer dicken Asphaltschicht verborgen. Die ursprünglichen Baupläne der Anlage sind verschwunden. Nur mit Hilfe von Zeitzeugen und einer Neuvermessung aus den 70er Jahren lässt sich rekonstruieren, wie Hitlers Grab einst ausgesehen hat. Dunkle Räume, die historisch Bedeutung haben, entwickeln leicht Faszination, vor allem wenn man sie nicht mehr betrachten kann, wenn sie unzugänglich sind, wenn sie vielleicht gar nicht mehr existieren. Und der Führerbunker ist genau ein solcher Ort. Er ist über fast 70 Jahre hinweg von Gerüchten umrankt worden. Es sind immer neue Geheimnisse hineingeheimnist worden. Sommer 1943. Mit unerbitterlicher Härte folgt die Antwort der Alliierten auf Hitlers Angriffskrieg. Immer mehr deutsche Städte versinken im Bombenhagel. Im Eiltempo werden neue Bunkeranlagen errichtet. Eine davon ist der sogenannte Führerbunker in Berlin. Die Erweiterung des Luftschutzkellers unter dem Festsaal der alten Reichskanzlei dient nur einem Zweck: Adolf Hitler, den ersten Mann im Staat, zu schützen. Die Erde im Garten der Reichskanzlei muss tausenden Tonnen Stahl, Sand, Zement und Kiesel weichen. Baukosten rund 1,4 Millionen Reichsmark. Die unterirdische Festung mit Vor- und Hauptbunker liegt 8,5 Meter unter der Erde. Sie hat gassichere Stahltüren, 4 Meter dicke Außenwände und 50 Zentimeter starke Innenwände aus Stahlbeton. Die einzelnen Räume sind nur etwa 10 Quadratmeter groß, auch Hitlers Privatgemächer. Als der Diktator in den letzten Kriegstagen hier Quartier bezieht, ist der Bunker noch immer nicht ganz fertiggestellt. Die Wände sind kaum verputzt, es ist feucht und eng. Regelmäßig versammelt Hitler seine obersten Militärs im Lagerraum, dem Herzstück der Anlage. Sie sind Zeugen seines Verfalls. Im April 1945 ist Adolf Hitler ein menschliches Wrack. Er hat verschiedene Krankheiten und er erkennt, dass seine Vorstellung gescheitert ist.
Deutschland zur Weltmacht zu machen oder eben unterzugehen. Er erkennt, dass er untergehen wird, dass der Nationalsozialismus untergehen wird. Das letzte Aufgebot gegen die sowjetische Übermacht. Hitlerjungen und alte Männer. Für Tausende von ihnen bedeuten die Kommandos aus dem Führerbunker den sicheren Tod. Am 2. Mai 1945 erreicht die Rote Armee Hitlers einstige Machtzentrale. Doch im Garten der Reichskanzlei finden Soldaten nur noch die stark verkohlten Leichen der Bunkerinsassen und machen sich auf Souvenirjagd in Hitlers Verlies. Der Führerbunker im Sommer 1945, eine dunkle, feuchte, kalte Höhle. Die Pumpen waren ausgefallen, es gab keinen Strom mehr. Man wusste nicht genau, wie groß er ist, man konnte ihn nicht vermessen. Und das schafft Gerüchte. Und das wiederum führt dazu, dass die Sowjets versuchen, 1947 diesen Anziehungspunkt dadurch auszumerzen, dass sie ihn zerstören. Doch die Sprengsätze richten nur geringen Schaden an. Um die vielen Schaulustigen vom Bunker fernzuhalten, werden die Eingänge schließlich verschüttet. Die folgenden Jahrzehnte schirmt der Todesstreifen der Berliner Mauer die Trümmer der NS-Geschichte vor neugierigen Blicken ab. Zwischen Wilhelmstraße und Tiergarten liegt der Bunker nun im Niemandsland, direkt vor der Grenze zum Westen der Stadt. Erst in den 70er Jahren ordnet das Ministerium für Staatssicherheit eine Untersuchung des Areals an und lässt den ehemaligen Führerbunker wieder ausgraben. Immer wieder ist von einem weit verzweigten System aus Tunneln und Geheimgängen die Rede. Aus Angst vor Spionen aus dem Westen geht die Stasi den Gerüchten nach und findet nichts. Fotos der letzten Inspektion beweisen, hier gibt es auch für Trophäenjäger und Ewiggestrige längst nichts mehr zu holen, außer feuchter Erde und ein paar Trümmern aus Stahlbeton. An unserem nächsten Ort focht die Sowjetunion ihren letzten großen Kampf gegen einen heimtückischen, unsichtbaren Gegner. Eine sowjetische Musterstadt der 70er Jahre. Einblicke in eine verlorene Welt. Entstanden auf dem Reißbrett sowjetischer Planer, erfüllt Pripyat die Hoffnung auf ein wenig bescheidenen Wohlstand. Mit Theater und Disco im Kulturpalast Energetik und sogar einem eigenen Bootsanleger für die 50.000 Einwohner. Derselbe Ort 40 Jahre später. So ist Pripyat in die Geschichte eingegangen. Morbides Wahrzeichen der Geisterstadt, der Rummelplatz. Pünktlich zu den Maifeiern 1986 soll er eröffnet werden. Doch dazu kommt es nicht mehr. 5 Tage zuvor, in der Nacht auf den 26. April, ereignet sich ein folgenschwerer Zwischenfall im nahegelegenen Atomkraftwerk Tschernobyl. Um 1.23 Uhr startet das Experiment am Kühlsystem. Es ist ein unspektakulärer Test. Doch das Personal begeht eine Reihe verhängnisvoller Fehler. Der Reaktor überhitzt, die Schnellabschaltung und die Notkühlung versagen. 2 Wasserstoffexplosionen zerstören die 1000 Tonnen schwere Stahlbetonhülle von Reaktorblock 4. Im nur wenige Kilometer entfernten Pripyat ahnen die Menschen am Morgen der Katastrophe nichts von der radioaktiven Wolke, die über ihrer Stadt liegt.
An diesem Samstag sind wir alle ganz normal auf den Straßen spazieren gegangen. Wir haben einen kleinen Fluss, dort kann man Boot fahren. Fast den ganzen Tag waren wir da draußen, wir Frauen mit unseren Kindern. Das Wetter war so schön. Nach dem Reaktorunfall hat die Sowjetführung eine sofortige Nachrichtensperre verhängt. Die Geheimhaltung war oberstes Gebot, sowohl für die Kraftwerksleitung als auch für die Regierung der Sowjetunion, weil man sich dieses technische Versagen schlichtweg nicht leisten konnte. Seit Mitte der 80er setzt die Partei kompromisslos auf Atomkraft. Nicht ohne Folgen. Immer wieder werden technische Störungen und Konstruktionsmängel in Atomanlagen vertuscht. Auch in Tschernobyl. Erst als die radioaktive Wolke Europa erreicht, wird ein Krisenstab einberufen und eine Sperrzone rund um das Kraftwerk gezogen. Auch Pripyat wird nun evakuiert. 36 Stunden nach der Explosion des Reaktors. Die fatale Folge der Geheimhaltung war, dass man die Menschen erst viel zu spät evakuiert hat und diese aus diesem Grund einer viel höheren Strahlung ausgesetzt hat, als eigentlich nötig gewesen wäre. Schulbusse bringen Frauen und Kinder aus der Gefahrenzone. Arbeiter, die im Kraftwerk gebraucht werden, müssen bleiben. Nach nur 3 Tagen können die Familien wieder nach Hause zurückkehren, so heißt es. Keiner ahnt, dass es ein Abschied für immer wird. Was kann man schon mitnehmen in einem Koffer? Ein kleiner Koffer und 3 kleine Kinder. Ich habe Sachen für die Kinder hineingetan. Ich selbst bin in Kittel und Schlappen gegangen, so wie ich war. In Tschernobyl beginnt der aussichtslose Kampf der Katastrophentrupps. 660.000 sogenannte Liquidatoren, rekrutiert aus dem Gebiet der gesamten Sowjetunion, sollen die strahlenden Trümmer beseitigen. Ein Todeskommando. Viele der Helfer bezahlen den Einsatz mit ihrem Leben. Einige Mitarbeiter der Katastrophentrupps nehmen vorübergehend in Pripyat Quartier. Sie erfahren nichts über mögliche gesundheitliche Folgeschäden der radioaktiven Strahlung wie Schilddrüsenkrebs oder Leukämie. Denn Ursachen und Folgen von Tschernobyl sind längst Sache des Geheimdienstes. So kann die Zahl der Opfer bis heute nur geschätzt werden. Am havarierten Reaktor soll eine Hülle aus Stahl und Beton verhindern, dass weitere Strahlung austritt. Ein Provisorium. Mittlerweile ist der sogenannte Sarkophag von Reaktorblock 4 rissig geworden. Im April 2012 haben die Bauarbeiten für eine neue gigantische Schutzhülle begonnen. Nach einem Erdbeben oder nach einem Flugzeugabsturz kann man aufräumen und neu anfangen. Das kann man nach einer Atomkatastrophe nicht. Nach einer Atomkatastrophe muss die Gesellschaft mit den Folgen leben, unter Umständen für viele Jahrhunderte. Laut des US-amerikanischen Forbes Magazine zählt Pripyat zu den einzigartigsten Reisezielen der Welt. Ein denkwürdiger Titel für einen Ort, an dem noch immer eine unsichtbare Gefahr lauert. Und für viele nichts geblieben ist als die Erinnerung. Unser nächster Fall führt uns an einen geheimen Ort, der den USA einst die Vormachtstellung im Kalten Krieg sichern sollte. Vietnam 1965. Aus dem Konflikt zwischen der Kolonialmacht Frankreich und der kommunistischen Bewegung in Vietnam ist längst ein Stellvertreterkrieg der Supermächte geworden. Hier kämpft Ost gegen West, mit allen Mitteln. Für die amerikanische Regierung war Vietnam ein Testfall für nationale Befreiungsbewegungen. Hier war die Idee, wir haben ein nukleares Patt. Es werden sich keine großen Armeen mehr über die Grenzen bewegen. All das haben wir im Griff. Was wir nicht im Griff haben,
sind Partisanenkämpfe, Unterwanderung, nationale Befreiungsbewegungen. Und wir müssen am vietnamesischen Testfall beweisen, dass der Kommunismus auch mit dieser Art Expansionspolitik nicht weiterkommt. Denn auch im benachbarten Königreich Laos ringen die Kommunisten seit 1960 um die Macht. Auf einer Länge von 500 Kilometern grenzt es direkt an Vietnam. Offiziell wollen sich die Big Player des Kalten Krieges hier heraushalten. That all we want in Laos is peace, not war. Zeitgleich bekommt der US-Geheimdienst grünes Licht für eine verdeckte Operation. Vint Lawrence ist damals einer der ersten CIA-Agenten in Laos. So what we were trying to do was find a big open. Es war meine Aufgabe, ein großes, offenes Tal zu finden, wo wir Flugzeuge rein- und rausbringen konnten. Als ich das erste Mal nach Longcheng kam, war es ein wundervolles Tal. Mit hohen Büschen, interessanten Felsformationen und einem halben Dutzend Familien. Dort starteten wir die Operation. Nordöstlich der Hauptstadt Vientiane entsteht mitten im laotischen Dschungel ein Stützpunkt der CIA. Getarnt als Ausweichflugplatz Lima Site 20A stellen Agenten hier die Weichen für eine verdeckte Militäraktion. Es gilt, die kommunistischen Kräfte in Laos zurückzudrängen und eigene Ansprüche zu behaupten. Im Geheimen, versteht sich. In Longcheng landen keine Flugzeuge der Air Force, sondern der zivilen Fluggesellschaft Air America. Offiziell sind die Piloten in humanitärem Auftrag unterwegs. Erstaunlich viele von ihnen haben eine militärische Ausbildung. Am Anfang wurde uns weisgemacht, dass wir nur Reis verteilen sollten für die USAID. Das haben wir auch gemacht. Wir hatten zwei oder drei verschiedene Kunden. Wir erfuhren immer erst kurz vorher, zu wem wir geschickt wurden und wen wir belieferten. Man musste nicht super schlau sein, um schon nach einer Woche herauszufinden, dass es um mehr ging als nur darum, Flüchtlinge zu transportieren. Rekrutiert und ausgebildet vom US-Militär soll eine einheimische Söldnertruppe nicht nur die Kommunisten im eigenen Land bekämpfen. Ihr Auftrag lautet, den sogenannten Ho Chi Minh-Pfad zu kappen. Die Hauptversorgungsroute des Vietcong, der zu Teilen durch Laos verläuft. Ein Netz aus Waldwegen und Trampelpfaden. Denn für die USA bedeuten mehr Bomben auf Laos weniger tote Soldaten in Vietnam. Längst wächst der Druck der amerikanischen Öffentlichkeit auf die Politik. Die Menschen fordern ein Ende des Stellvertreterkriegs in Südostasien. Überall im Land entzünden sich Proteste. Es hatte damit zu tun, dass es eben viele zivile Opfer gab. Dann hat es vor allem damit zu tun, dass hier ein David gegen einen Goliath kämpfte. Das wurde natürlich als unfair und in dem Sinne als schmutzig wahrgenommen. Für Präsident Nixon gilt es nun einmal mehr, die wahre Dimension des Krieges zu verschleiern, der mittlerweile weit über die Grenzen Vietnams hinausgeht. There are no American combat forces in Laos. In Wahrheit starten und landen mittlerweile allein in Longcheng täglich über 400 Flüge. Innerhalb von nur 4 Jahren ist die Luftbasis im Dschungel zur zweitgrößten Stadt in Laos geworden. Von hier aus üben sich die Amerikaner in einer neuen Art der Kriegsführung. Flächenbombardement statt Bodentruppen. Mithilfe amerikanischer B-52-Bomber fallen zwischen 1969 und 1975 mehr Bomben auf Laos als auf Deutschland und Japan im gesamten Zweiten Weltkrieg. Schließlich führen auch sie nicht zu einem siegreichen Ende für die Amerikaner in Vietnam. Spätestens als Journalisten 1971 das Geheimnis um Longcheng lüften,
gilt die wohl größte Militäraktion in der Geschichte der CIA endgültig als gescheitert. Im Mai 1975 siegt die kommunistische Partei der Pathet Lao, zwei Wochen nach Ende des Vietnamkriegs. Die Geheimbasis wird evakuiert. Anders als in Saigon sind hier keine Kameras vor Ort. Die Ruinen von Long Cheng, stumme Zeugen eines geheimen Krieges. Unser nächster Fall zeigt, großen Worten folgen nicht immer große Taten. Er ist der Selfmade Man des Industriezeitalters, Henry Ford. Der fleischgewordene amerikanische Traum, vom Farmersohn zum Großunternehmer. 1903 macht er sich selbstständig und gründet die Ford Motor Company. Die Idee eines Gefährts auf vier Rädern ist nicht neu. Deutsche Erfinder sind ihm um Jahre voraus. Doch in puncto Produktion macht Ford das Rennen. In seinen Fabriken wird am Fließband gearbeitet. So braucht er keine ausgebildeten Arbeiter und kann die Kosten erheblich senken. Ford ist quasi der Erfinder der Massenproduktion. Mit seinen an dem Fließband gefertigten Fahrzeugen hat er die gesamte Welt überschwemmt. Er hat die industrielle Produktionsweisen revolutioniert und damit die Grundlage für eine neue Welt geschaffen. Mitte der 20er Jahre plant der Autokönig seinen nächsten Coup. Sein Augenmerk fällt auf einen abgelegenen Ort im brasilianischen Regenwald. Am Rios Tabajos, einem Hauptzufluss des Amazonas, will er selber Kautschuk gewinnen. Rohstoff für Schläuche, Dichtungen und vor allem Autoreifen. Seit 1839 wird aus dem Kautschuksaft tropischer Bäume Gummi hergestellt. Das Monopol haben die Briten. In ihren Kolonien lassen sie günstig produzieren und verkaufen teuer weiter. Ford, ganz Unternehmer, sträubt sich, weiterhin die hohen Preise zu zahlen. Für gerade einmal 125.000 US-Dollar kauft er der brasilianischen Regierung 10.000 Quadratkilometer Land ab. Eine Fläche etwa so groß wie Zypern, gelegen mitten in Amazonien, dem Heimatland der Kautschukbäume. Bis hierhin eilt ihm sein Ruf voraus. Ford wird als Messias der Industrie empfangen. Er verzichtet auf den Rat einheimischer Experten. Sämtliches Gerät wird von Amerika aus in den Urwald verschifft. Sogar ein Sägewerk und ein eigenes Kraftwerk zur Stromversorgung. Der 45 Meter hohe Wasserturm gilt damals als das höchste Bauwerk Amazoniens. Zu seinen Füßen liegt eine Kleinstadt nach amerikanischem Vorbild, Fordlandia. Moderne Wohnhäuser inklusive Kühlschrank und Telefon, eine Schule für die Arbeiterkinder und ein hochmodernes Krankenhaus. Ford verstand sich auch als Missionar. Er hatte eine Vorstellung von einer idealen Gesellschaft und er wollte im Dschungel von Brasilien und den Bewohnern dort zeigen, wie das gute Leben ist. Und er hat dort eine Stadt gebaut, die bis ins Kleinste seinen idealen Vorstellungen einer zukünftigen amerikanischen Gesellschaft entsprach. Ein verqueres Weltbild, das auch an anderer Stelle offenbar wird. 1920 veröffentlicht Ford eine Schmähschrift mit dem Titel Der internationale Jude und heimst sich damit Pluspunkte bei den politischen Aufsteigern in Deutschland ein. Henry Ford sah in Hitler zum einen so eine Art Gesinnungsgenossen, der mit ihm gegen das angebliche Weltjudentum kämpfte, und zum anderen dachte er ein bisschen voraus, wenn er an die Macht kommen sollte, dass er dann gesicherte Absatzmärkte in Deutschland hätte. Gehypt als, Zitat, geistreichster Vorkämpfer der nationalsozialistischen Idee, spendet Ford einen Teil seiner Erlöse aus dem Verkauf von Autos und Lkw. Eine willkommene Finanzspritze für Hitler und die NSDAP.
In Fordlandia allerdings wird schnell klar, dass Fords Masterplan viele Lücken aufweist. Sie haben den Wald gerodet, die Bäume mit Kerosin übergossen und angesteckt und damit zunächst einmal die Böden ruiniert. In einem weiteren Versuch gelang es ihnen dann, Kautschukbäume zu pflanzen, aber so nah beieinander, wie sie in der Natur normalerweise nicht stehen. Die Folge war, dass also die Bäume schon nach kurzer Zeit von Parasiten und Ungeziefer befallen und wertlos waren. Auch die zivilisatorische Mission erweist sich als Debakel. Anders als erwartet ist der American Way of Life für die Einheimischen eher Fluch als Segen. Das Arbeiten nach Stechuhr, striktes Alkoholverbot und regelmäßige Kontrollen bringen die Arbeiter auf die Barrikaden. Mehrfach kommt es zu Aufständen, die das brasilianische Militär brutal niederschlägt. Als 1943 Gummi erstmals synthetisch produziert wird, beschließt Edsel Ford, neuer Chef des Konzerns, zwei Jahre später das Aus für Fordlandia. Die unternehmerische Bilanz ist erschreckend. 25 Millionen US-Dollar kostet das Abenteuer in Brasilien. Ruinen sind immer auch stumme Zeugen einer Vision, eines großen Plans. Ja, es ist ein Zeichen des Scheiterns. Hier haben Menschen Pläne gehabt, die sie nicht durchsetzen konnten oder die ein Ende fanden. Eingestanden hat sich Henry Ford diese Niederlage nie. Aber könnten die alten Gemäuer von Fordlandia sprechen, würden sie wohl ein altes Sprichwort bemühen. Hochmut kommt stets vor dem Fall. Unser nächster Fall führt uns weit in die Vergangenheit. In eine märchenhafte Landschaft, die noch immer viele Geheimnisse birgt. Das Byzantinische Reich im 13. Jahrhundert. Wieder und wieder überrennen plündernde Reiterhorden aus Zentralasien das Land am Bosporus. Ihr Vorstoß kündigt eine Zeitenwende an. Zwei Jahrhunderte später ist das Reich, das einst das Christentum zur Staatsreligion erhob, Geschichte. Spurensuche in Kappadokien. Heute geografisches Zentrum der Türkei. Hier befindet sich ein einmaliges, in Stein gehauenes Archiv der frühen Christen. Kappadokien ist eine faszinierende Landschaft mit einer Fülle von Siedlungsspuren, unterirdische Anlagen, Fluchtanlagen, aber auch Residenzen, Kirchen, Kapellen. Also eine Lebenswelt, die sozusagen in diesem Felsrelief eingearbeitet ist. Die eigentliche Erfolgsgeschichte des Christentums beginnt in den urbanen Zentren des Römischen Reiches. Von hier aus verbreitet sich das Evangelium in ganz Kleinasien bis in die Weiten Anatoliens und die östliche Grenzprovinz Kappadokien. Wir brauchen nur die Apostelgeschichte aufzuschlagen, andere biblische Bücher zeigen, dass Kappadokien zur Erstmission gehörte, dass man das Christentum sofort auch nach Kappadokien brachte. Das muss nicht Paulus selbst, das müssen andere aus dem Jüngerkreis gewesen sein. Sicher ist, noch zu Lebzeiten des Apostels kommen die ersten Christen hierher. Sie sind auf der Suche nach Schutz und einem gottgefälligen Leben. Schriftliche Quellen über die Existenz der Eremiten gibt es keine. Die karge Landschaft prägt die Menschen, die hier siedeln. Die Felsen sind ideal für den Höhlenbau, da das Tuffgestein im Sommer kühlt und im Winter die Wärme speichert. So wächst im Untergrund Kappadokiens eine immer größer werdende christliche Gemeinde. In einigen Tälern finden sich bis zu 100 Kirchen und Kapellen. Sie zeugen von der Entschlossenheit der kleinen Sekte, deren Glaube zur Weltreligion werden sollte. Die aufwendigen Pfeiler, Säulen und Arkaden sehen aus, als wären sie aus Ziegeln und Mörtel errichtet.
Tatsächlich wurden auch sie mit Hammer und Meißel dem Fels abgerungen. Eine architektonische Meisterleistung. Offensichtlich war die Sorge um die Grablege aus ganz antiker Tradition ein Anliegen der Bevölkerung. Man weiß, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Man versteht den Tod als Schlaf und man muss Vorsorge treffen, dass man dann am jüngsten Tage auferweckt wird und in dieses zweite Leben übergehen kann. Neben Kirchen finden Archäologen unzählige unterirdische Depots, Zisternen und Gebetsräume. Eine unterirdische Welt, die noch viele Rätsel birgt. Sind es tatsächlich Relikte dauerhaft bewohnter unterirdischer Städte oder nur vorübergehend angelegte Fluchtanlagen? Tatsächlich ist das Grenzgebiet des Byzantinischen Reiches ständigen Angriffen von Persern und Arabern ausgesetzt. Die Felsenbewohner von Kappadokien haben ihnen wenig entgegenzusetzen. Als letzter Ausweg vor den Plünderern bleibt nur der Rückzug in die Höhlen. Die Zugänge zu den unterirdischen Katakomben sind gut versteckt. Die Eingänge mit schweren Felsen verstellt. Hinter ihnen offenbaren sich weitläufige Tunnelsysteme. Zum Teil bis zu 8 Geschosse tiefe Anlagen, bei denen man bewusst mehrere Ausgänge anlegt, die in verschiedene Täler führen, sodass man einen Feind in die Irre leiten konnte. Tunnel, die zum Teil auch die Richtung wechseln, deren Verlauf man eben nicht berechnen kann, wenn man hineingeht und bei dem man dann an einer ganz überraschenden Stelle herauskommt. All mit diesen Tricks, mit diesem Raffinessen arbeitet man, um sozusagen sich zu behaupten in einem täglichen Lebenskampf. Dank raffinierter Belüftungssysteme können die Menschen zu Tausenden monatelang in den Verstecken ausharren. Doch auf Dauer bietet der Rückzug ins Erdreich nicht ausreichend Schutz. Im 13. Jahrhundert kapitulieren die Siedler vor dem täglichen Überlebenskampf und verlassen Kappadokien. Es ist der Untergang einer Kultur, die hier über 12 Jahrhunderte ihre Spuren in den Fels schrieb. Unsere Reise führt uns weiter. An einen Ort, dessen Geschichte bis heute dunkle Schatten wirft. Böhmens Berge und Wälder im Osten von Karlsbad. Nichts erinnert mehr an die bewegte Geschichte dieses Landstrichs. Man hat immer gedacht, das kann doch überhaupt nichts Endgültiges sein. Man muss doch wieder zurückkommen, sowas gibt's doch gar nicht. Nichts erinnert mehr an die Stadt, die hier einst lag, Duppau. 1600 Menschen hatten hier ihre Heimat. Da habe ich noch mal auf meine Eltern geguckt. Es war ganz schlimm. Wir wussten ja, wir gehen ins Ungewisse und es war ein Abschied für immer. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs müssen fast 3 Millionen Sudetendeutsche ihre Heimat verlassen. Ein Trauma. Und doch auch ein Ende des Schreckens, dem sie seit Kriegsende ausgeliefert sind. Wie in Duppau werden Deutsche vielerorts Opfer eines blutigen Rachefeldzugs. Verhöhnt von den Befreiten zahlen Zivilisten den Preis für die Gräueltaten der deutschen Besatzer, ob sie darin verstrickt waren oder nicht. Ein Unrecht, das 7 Jahre zuvor hier seinen Anfang nahm. Oktober 1938. Deutsche Truppen ziehen ins Sudetenland ein. Hitler lässt sich als Befreier feiern. Mit Billigung der Westmächte werden die deutsch bewohnten Gebiete der Tschechoslowakei Teil des Dritten Reichs. Mit besonderem Eifer wandelt sich das Sudetenland in einen nationalsozialistischen Mustergau. 200.000 Tschechen verlieren damals ihre Heimat. Nur ein halbes Jahr später marschiert die Wehrmacht in Prag ein. Hitlers Regime bricht alle Versprechen und unterwirft den unbesetzten Teil des tschechischen Nachbarlandes, eine der letzten funktionierenden Demokratien in Europa.
Statthalter in Prag wird Reinhard Heydrich. Ein fanatischer SS-Führer, ein eiskalter Vollstrecker. Im Juni 1942 fällt er dem Attentat tschechischer Widerstandskämpfer zum Opfer. Der Ruf nach Vergeltung ist unerbittlich. Wahllos mordend ziehen seine Schergen nun durchs Land. Doch die Kontrolle über das sogenannte Reichsprotektorat haben die Deutschen längst verloren. Überall im Land formiert sich Widerstand. Viele, die all die Jahre schwiegen oder sich fügten, fassen jetzt neuen Mut. Am 5. Mai bricht der Aufstand gegen das marode Besatzungsregime los. Feinde sind jetzt alle Deutschen in der Stadt. Nach viertägigem Kampf handelt die Wehrmacht ihren Abzug aus. Die Zurückgebliebenen, darunter viele Zivilisten, sind den Racheaktionen schutzlos ausgeliefert. Die Kleider mit Ölfarbe, mit Hakenkreuzen vollgeschmiert. Dann kamen die anderen Leute, haben gemeint, wir müssen erst mal arbeiten und erst mal Barrikaden abräumen, an Straßenpflastern, was wir dann auch machen mussten. Wobei uns es also ganz, ganz böse dazu ging. Und uns Frauen wurden mit Messern, Taschenmessern, die Haare erst mal abgeschnitten. Noch ist die Lage ruhig in Duppau. Noch hat hier die US-Armee das Sagen. Die Hoffnung, Schutz vor Racheaktionen bei den Amerikanern zu finden, währt nur kurz. Anfang Juni 1945 zieht die Rote Armee in das sudetendeutsche Städtchen ein. In ihrem Schlepptau selbsternannte Partisanen aus dem ganzen Land. In Uniformen, die oft noch aus Beständen der Wehrmacht stammen. Diese Milizen übernehmen nun auch in Duppau das Regiment. Von keiner Staatsgewalt in die Schranken gewiesen, erheben sie sich zu Herren über Leben und Tod. Sie müssen sich aber vorstellen, die Lage, die da war. Die 6 Jahre Okkupation. Die Massenhinrichtungen, die Massenverhaftungen, die Konzentrationslager, ein unterdrückter Hass, der plötzlich mit dem sogenannten Sieg freie Bahn hat. Fortan stempeln weiße Armbinden die Deutschen im Land zu Menschen zweiter Klasse, nach bekanntem Muster. Wer das Stigma trägt, hat jedes Recht verloren. Wir durften keinen Bürgersteig betreten, durften angespuckt werden, durften geschlagen werden. Also wir waren praktisch da freiwillig. Auch alles Hab und Gut fällt an die neuen Machthaber. In einer ersten Welle der wilden Vertreibung werden 500.000 Sudetendeutsche aus ihren Häusern gejagt. Wenig später verfügt der aus der Exilregierung zurückgekehrte Staatschef Benesch die entschädigungslose Enteignung der Deutschen in seinem Land. Auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 stimmen die Siegermächte einer geordneten Aussiedlung zu. Die Praxis sieht oft anders aus. Abschied in Minuten. Von einem Zuhause, das über Jahrhunderte gewachsen war. Es ist eine Reise ohne Wiederkehr. Nach der Vertreibung der Deutschen aus Duppau ziehen auch die neuen Bewohner bald wieder weiter. Dupow, wie die Stadt jetzt heißt, verfällt und wird am Ende, wie 1000 andere Orte im Sudetenland, dem Erdboden gleichgemacht.